Wachstumshormone fördern das kindliche Wachstum und helfen, Gewebe und Organe lebenslang zu erhalten. Es fördert Wachstum, Stoffwechsel und Muskelmasse. Verbesserte Lernfähigkeit, Gedächtnis, Knochengesundheit und Wundheilung sind zusätzliche Vorteile. Dies kann besonders während der Gewichtsabnahme, der Genesung nach Verletzungen und beim sportlichen Training wichtig sein. Indem Sie Änderungen an Ihrer Ernährung und Ihrem Lebensstil vornehmen, können Sie Ihr Wachstumshormon auf natürliche Weise erhöhen. Wachstumshormon wird von der Hypophyse im Gehirn freigesetzt. Die größte Freisetzung von Wachstumshormon erfolgt etwa eine Stunde nach dem Einschlafen. Die maximale Freisetzung des Wachstumshormons erfolgt innerhalb weniger Minuten nach Beginn des Slow-Wave-Schlafs, auch bekannt als Schlaf der Stufe 3 oder Stufe 4. Etwa 50% des Wachstumshormons werden während der dritten und vierten Schlafphase freigesetzt. Wachstumshormon wird tagsüber in Abständen von 3 bis 5 Stunden freigesetzt. Mit zunehmendem Alter produziert die Hypophyse allmählich weniger Wachstumshormone. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, den Wachstumshormonspiegel auf natürliche Weise zu erhöhen. Die Menge an Bauchfett, die Sie haben, steht in direktem Zusammenhang mit Ihrer Wachstumshormonproduktion. Der Verlust von Bauchfett hilft, Ihren Wachstumshormonspiegel und andere Aspekte Ihrer Gesundheit zu verbessern. Streben Sie mindestens 8 Stunden Schlaf pro Nacht an. Eine gute Nachtruhe erhöht die Produktion von Wachstumshormonen in Ihrem Körper, insbesondere während des Tiefschlafs. Bewegung ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihren Wachstumshormonspiegel deutlich zu erhöhen. Hochintensives Training erhöht das Wachstumshormon am stärksten, aber alle Arten von Training sind vorteilhaft. Übung kann Ihre Hormonfunktion verbessern und Körperfett reduzieren, was Ihrem Wachstumshormonspiegel zugutekommt. Hohe Insulinspiegel können Ihren Wachstumshormonspiegel senken. Zucker ist der Wachstumshormonblocker Nummer 1. Reduzieren Sie Zucker und Kohlenhydrate, um die Wachstumshormonproduktion in Ihrem Körper zu verbessern. Verschiedene Studien haben bewiesen, dass Intervallfasten die Produktion von Wachstumshormonen im Körper ankurbeln kann. Einige Studien haben herausgefunden, dass sich die Produktion von Wachstumshormonen im Körper verdoppeln oder verdreifachen kann, wenn man nur 2 bis 3 Tage pro Woche intermittierendes Fasten macht. Aminosäuren sind die Bausteine Ihres Gewebes und erhöhen den Wachstumshormonspiegel. Melatonin wird auf natürliche Weise von Ihrem Körper produziert. Die Einnahme von Melatonin-Ergänzungen kann Ihren Wachstumshormonspiegel erhöhen. Ihr Körper setzt auf natürliche Weise Wachstumshormone in beträchtlichen Mengen frei, besonders nachts. Eine Kohlenhydrat- oder proteinreiche Mahlzeit kann Ihr Insulin in die Höhe treiben und das Wachstumshormon blockieren, das nachts freigesetzt wird. Wachstumshormon spielt eine wichtige Rolle bei der Zunahme der Körpergröße in der Kindheit. Erhöht die Kalziumretention und stärkt die Knochen. Erhöht die Muskelmasse. Fördert die Lipolyse. Erhöht die Proteinsynthese. Stimuliert die Entwicklung aller inneren Organe außer dem Gehirn. Spielt eine Rolle bei der Homöostase. Verringert den Verbrauch von Glukose durch die Leber. Fördert die Gluconeogenese in der Leber. Gibt dem Immunsystem Kraft. Verwandte Artikel und Aktualisierungen finden Sie in der folgenden Beschreibung. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Bitte liken und abonnieren, um in Verbindung zu bleiben. Dankeschön.